herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute dachte ich mir, ich nehme euch ein bisschen durch meinen Tag. Genau, ich wollte noch einiges machen, aufräumen, klein umziehen. Ja, was sich halt heute alles so ergibt. Hier liegt der kleine Tyler, schön wummelig in diesem schönen Outfit angezogen. Aber ich denke, ich ziehe ihm nachher wieder mein selbstgenähtes Outfit an, wenn ich das so toll finde. Ja, und dann schauen wir mal, was ich heute alles hinbekomme. So, ich dachte mir heute, ich muss unbedingt hier wieder meinen Wäschesack aufräumen. Es ist, hat sich viel zu viel angesammelt. Ein bisschen was habe ich schon zusammengelegt. Genau. Ach ja, was ich euch noch gleich zeigen kann. Ich glaube, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Das ist ja der erste Pulli, den ich genäht habe. Und jetzt habe ich den zweiten auch schon geschafft. Moment. Den trägt im Moment der Elias. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, aber ich glaube, es ist noch recht dunkel. Ne? Seht ihr das am Hals? Es ist das nicht mehr so abstehend, sondern es liegt schön an. Es ist auch viel enger. Ich habe das jetzt einmal einfach vielleicht richtig gemacht, keine Ahnung. Die Arme sind auf jeden Fall länger, die Bündchen. Ja, genau. Voll hübsch geworden. Lege ich ihn mal auf die Seite, da oben hin. In dem Fall sind die Windeln, muss ich auch mal wieder zusammenlegen. Ja, nachher will ich weiter nähen. Vielleicht kann ich mich ja ein bisschen mitnehmen. Ah, ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, was ihr von dem neuen Intro haltet. Socken, Mütze, Socken, Hose. Wie viel hat die? Oh, es ist echt voll dunkel. Naja, heute ist nicht so schön Wetter. Das lege ich bereit, das kriegt der Tyler nachher an. Aber genau, ich mache da jetzt mal fertig. Dann schauen wir, wie es weitergeht. So, jetzt habe ich schon fast alles eingeräumt. Jetzt wollte ich nur noch die hier verteilen. Jetzt ist die Frage, ob ich welche schon im Bad habe. Ich lege es mal zwar auf die Seite. Genau. Also definitiv kommt eins von diesen Duftsäckchen zwischen. Eins kommt zwischen die Socken noch. Und dann verteile ich die hier hinten. Das ist das Original mit Lavendel. So. Dass die Wäsche schön frisch duftet. Ich denke, ihr kennt meine Truhe unterm Bett. Ah, was ich euch auch noch zeigen wollte. Endlich gefunden. Kaffeeweißer. Werde ich mal nachher umfüllen. Okay, fertig mit Punkt 1. So, jetzt ist mittlerweile 3:30. Wir waren jetzt noch bei meiner Oma und Opa und draußen. War ein bisschen laufen. Jetzt habe ich den Kleinen angefangen umzuziehen. Jetzt ist mir gerade eingefallen. Irgendwie kann ich mir irgendwann gar nicht mehr merken, was so Größen sind. Und deshalb nehme ich jetzt so einen festen, permanenten Stift und schreibe das da hinten rein, sodass ich das lesen kann. Mal gucken. Jetzt schauen wir mal. Also außen sieht man das definitiv nicht. Am Innen kann man es definitiv lesen. Das ist ja Größe 50. Finde ich, fällt mega klein aus. Jetzt mache ich euch mal noch das Licht an. Viel besser, oder? Und das hier müsste, da muss ich mal nochmal schauen, 32 sein, was die kleinste Größe ist. Das schaue ich nochmal. Finden wir aber auch raus. Jetzt ziehen wir ihn erstmal an, um
So, einen kleinen Wurm. So. Jetzt auch aus Sonne. Genau, ich ziehe ihm jetzt diesen Wickelbody hier an und dann eben wieder sein altes Deck, wie ich heute Morgen schon gemeint habe. Vielleicht komme ich auch mal dazu. Beim Nähen war ich leider noch nicht, aber ich habe einen neuen Schnitt vorbereitet. Diesmal in Größe 56. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen so die Größen durch. Aber ich denke mal so 62, also 62 und Größe 56 sind die, die Elias jetzt am besten passen. Dem Kleinen hier passt wahrscheinlich 44 und um 50 am besten. Genau. Vielleicht nehme ich ihm auch noch einen Pulli. Ich brauche erstmal. Erstmal mache ich jetzt das, was ich vorhabe. Weil das dauert schon. Pro Stück habe ich bestimmt noch. Ja, gut, für eine Hose habe ich glaube eine Stunde ungefähr oder zwei. Wenn man jetzt Schnitt vorbereiten mitnimmt, aber man muss sich ja keine Schnitte mehr vorbereiten. So. Und irgendwann werde ich ja hoffentlich auch ein bisschen mehr Übung haben. Okay, könnte man schon nochmal versuchen, in 46 zu machen, ne? Bitte nicht Süßefüßchen. Süßefüßchen. Süßefüßchen-Bäumchen. Mützchen. Ich werde definitiv in alles die Größen reinschreiben, weil sonst weiß ich irgendwann nicht mehr, wo oben und unten ist. Gell? Spatz, Schleifchen. Da steht einfach super. Ich liebe diese Mützen. Diese Mützen. Weil die könnte fast auch enger sein, aber. Es gibt ja aber noch Sockis. So, ich habe sie so nur zu große Socken. Machen wir noch ein Fläschchen. Ziehen wir diesmal so an, oder? Der ist einfach zu klein, der kleine Mann. Aber ich liebe diesen Bausatz. Den habe ich vor X, ich weiß aber nicht, ihn habe ich jetzt auch schon bestimmt 3 Jahre. Ja, bestimmt 3 Jahre. Ja. Aber ich fand diesen Bausatz so toll, aber ich habe nicht gedacht, dass der so klein ist. Ich habe nicht damit gerechnet. Naja, genau, was ich jetzt noch machen wollte. Eine Flasche. Und ich wollte jetzt den Kaffeeweißerwurst probieren. Den lassen wir jetzt hier liegen. Oder? Ja, wir legen ihn etwas höher. Und dann tun wir jetzt mal ein bisschen Wasser rein. Müssten jetzt um ein bisschen mehr wie 100 Milliliter sein, oder? Ja, ungefähr 110 Milliliter. Genau, sind es ungefähr 110 Milliliter. Jetzt probieren wir da mal. Ich weiß nicht, wie viel man da jetzt reinmachen muss. Ich teste es jetzt mal mit einem Löffel von so einem, keine Ahnung. Okay. Das mal wieder weg. Haben wir den Deckel drauf. Jetzt muss ich kurz gucken, dass der ist, wo dicht ist. Nee, ist nicht dicht, okay. Dann muss ich den mal schnell austauschen. Aber. Cool. Das ist auf jeden Fall besser wie das, was ich immer hatte. Danke für den Tipp, Kaffeeweißer.
Also, ich habe da auch ein bisschen umgeguckt bei euch auf den anderen Kanälen und habe das gefunden, das machen ja auch einige. Also definitiv zum Weitergeben. So, dann wird der kleine Mann jetzt da wohl etwas davon bekommen. Dann bis später. So, und jetzt geht es auch noch ein bisschen weiter. Sorry, dass ich nicht mehr so viel gefilmt habe. Ich hätte noch so viel zu lernen und zu machen. Und Schule geht nun mal vor. Genau, ich habe jetzt noch nur Gemüse und Fisch gekocht. Also das ist für morgen. Für die Arbeit eben zu mitnehmen. Und das esse ich jetzt noch, was ich Ihnen noch zeigen wollte. Okay, mich sieht immer noch top aus. Ich habe es eben umgefüllt, weil in der anderen Flasche ging das ja nicht. Die war ja nicht dicht. Die ist aber dicht. Nee. Doch, die ist dicht. Sie haben kurz angefüllt. Genau. Und dann nehme ich euch gleich noch mit, wenn ich den Elias ziehe. Ist gleich. Dann ziehe ich den kleinen Mann. Der hat jetzt diesen wundervollen Pulli an, den ich genäht habe. Obwohl er eigentlich für Mädchen ist, aber stört mich heute gerade wenig. Ich bin so stolz drauf, dass er so schön geworden ist. Vielleicht habe ich euch heute Morgen schon die Fehler gezeigt, die er eigentlich noch hat, die ihn von der Perfektion fernhalten. Aber ich glaube, ich zeige sie sicherheitshalber nochmal. Blümchen Nummer 1 ist hier unten. Da war der Stoff zu Ende. Ich habe das am Ausschneiden vollends verplant. Kleiner Fehler Nummer 2. Dieses hier oben. Die ist nicht 100% gerade. Und Fehler Nummer 3 ist unten die Naht. Da habe ich zu sehr gezogen. Da steht die jetzt immer ein bisschen ab. Aber das ist quasi kein Fehler. Genau, er trägt jetzt den Body. Den lasse ich ihm auch an. Ich werde ihn lediglich die Stoffwindel erneuern. Inlay raus, neues Inlay rein, das passt. Stimmt zwar auch nicht ganz, wie man das, wie ich das jetzt gemacht habe. Denn eigentlich sind das so All-in-Ones, sprich, wenn die nass ist, ist die komplett nass. Aber das geht jetzt auch. Das geht jetzt so auch. Riesen Windelpo hat er dann. Ah, das mag ich ja nicht. Ja, ganz verdreht. Er kriegt diesen Strampler von Nix an. Ah ja, was wollte ich noch sagen? Ich glaube, vorher vergessen zu sagen, was das genau war. Also ich hatte Karotten, Kartoffeln, und ich glaube noch ein Stück Pastinake, was übrig war, und Sellerie und Blumenkohl, dampfgegarten. Dazu gab es eben ein bisschen Hollandaise, selber gemachten Thermomix. Das nehme ich eben morgen mit zur Arbeit. Die kleinen ziehe ich jetzt noch vollends an. Und dann wird ich mich auch noch ein bisschen bequem machen und dann später ins Bett gehen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderbaren Tag. Ich schon. Ich hatte nur leider keine Zeit mehr zu nähen, aber ich hoffe morgen. Morgen ist auch ein Tag. Aber ja, Schule geht vor. Immer.
denke, das können die meisten verstehen. So, sieht doch nicht toll aus. Ich liebe dieses Outfit. Habe ich echt schon lange nicht mehr an. Und ich finde, das steht ihm voll gut. Ja, in dem Fall. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.